Commander, wir haben Garrus zurück. Das ist großartig, denn er war immer mein Liebling. Mit diesem Stock im Arsch. Was darf sein? Irgendwas Interessantes genug, was hier so abgeht. Ich serviere Drinks. Wenn Sie wissen wollen, was abgeht, schalten Sie die Nachrichten ein. Ich weiß wirklich nicht, warum die Menschen mich das immer wieder fragen. Ich will das Stärkste, das Sie haben. Kein Problem. Es ist grün. Und haut Sie garantiert um. Außer Sie haben Dextro-DNS wie ich. Dann sind Sie ganz tot. Noch etwas? Ich nehme noch einen. Bitte sehr. Noch etwas? Ich bin noch nicht fertig. Ich bin beeindruckt. Ich habe noch nie gesehen, dass jemand drei davon trinkt. Spezielles für Sie. Das ist organischer Schnaps, Rhinkohl. Wenn man das trinkt, schlägt er nach jeder Geigerzähler Alarm. Soll ich Ihnen einen einschenken? Ja, verdammt, mehr von dem Zeug rein ins... irgendein Ding, wo mir reingeht. Ist Ihre Beerdigung, Kumpel? Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Wir haben nur eine Meinungsverschiedenheit über die Personalisierung meines Arbeitsplatzes. Die Vorschriften von Cerberus sind eindeutig, Mr. Moreau. Personalisierung bedeutet nicht, dass Sie meine Kameras auf der Brücke verschmieren dürfen. Es ist nur wütend, dass das Material mit mir ausnahmslos aussieht wie aus einem Traum. Das ist also Hocks Tresorraum. Sehr hübsch. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Das war es, bis das Ding jede meiner Bewegungen hinterfragt hat. Es lässt absolut nichts durch. Sie haben absichtlich Wartungsberichte manipuliert, Mr. Moreau. Nicht manipuliert, geschönt. Ich runde immer die Arbeitszeiten auf, dann stehen wir bei einer Überprüfung besser da. Harmlose Kosmetik. Edie soll sich nicht so haben. Wie Sie meinen, Shepard. Ja, gehen Sie schmollen. Ich hab gewonnen. Joker. Schon gut, nichts für ungut. Schönes Spiel. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Wirklich, Commander? Sondiere Uranus. Hey, Commander. Schon ziemlich verrückt, was für Leute einem hier draußen so über den Weg laufen, was? Ich meine, es war vermutlich abgekartet oder so, aber trotzdem hat es gut getan, Ash wiederzusehen. Operations Chief Williams, oder nicht? Sie lebt ihr Leben. Das kann ich ihr nicht verübeln. Sie stand an ihrer Seite, als sie die halbe Citadel gesprengt haben. Und jetzt soll ich dabei helfen, die Galaxie zu retten? Hat da jemand unsere Akten vertauscht? Sie sind derjenige, der hier alles zusammenhält, Joker. Ja, und das ist scheiße, das kann ich Ihnen sagen.
Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Psst, psst. Joker? Ich merke, wenn es zuhört. Ich höre immer zu, Mr. Moreau. Ich weiß. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Ich bin ein biotischer Gott. Ich denke. Und meine Gedanken werden Realität. Fürchtet mich, ihr niederen Wesen. Denn ich bin fleischgewordene Biotik. Sie brauchen Hilfe. Sie brauchen Hilfe. Denn sie stehen vor dem mächtigsten Biotiker aller Zeiten. Ja. Es war schrecklich, als die Asari mir Unmengen von Chemikalien injizierten. Aber dann spürte ich plötzlich meine unbändige Macht. Sie mögen lachen, wenn ich hinfalle. Aber sie wissen nicht, was in meinem Kopf glasklar präsent ist. Nämlich, dass ich unfassbar mächtig bin. Alle sollten mich fürchten. Gehören Sie zu Pitney Force Handelsgruppe? Als ich noch sterblich war, habe ich für Pitney gearbeitet. Der Arme macht sich bestimmt große Sorgen, dass ich nicht zurückgekommen bin. Er hat Ihr Verschwinden nicht gemeldet. Vermutlich, weil sich sonst seine Abreise verzögern könnte. Seinem Volk ist Geld wichtiger als der Clan. Pah! Ich werde unter den Seinen mit der Rache des Gerechten wüten. Aber zunächst. Die Anführerin dieser Söldner befindet sich im nächsten Raum. Ich werde Wasea umherschleudern wie eine Stoffpuppe. Shepard, wenn dieser unfähige Volus auf unserem Schlachtfeld rumspringt, bringt er uns alle in Gefahr. Ich reiße sie in Stücke. Meine Biotiken kann niemand aufhalten. Wasea wird Sie in Stücke reißen. Machen Sie ein Nickerchen, dann fühlen Sie sich gleich besser. Sind Sie verrückt? Nichts kann mich aufhalten. Der Genuss Ihres... Aber... Gewaltiger Sturm. Biotischer Gott. Ich bin... Ich... Was habe ich gerade gesagt? Ich bin so müde. Sie haben vielleicht recht. Ja, ich bin müde. Ich werde ein Nickerchen machen und das Universum später zerstören. So viel zum Götterstatus. Das Ding will mich wegen eines Witzes feuern. Okay, ich habe gesagt, ich würde den VI-Kern einschmelzen, aber das war nicht ernst gemeint. Und dass wir nur ein paar Systeme verlieren würden, die allzu vorwitzigen. Ich möchte festhalten, dass ich zu Veränderungen am Menschenmaterial nicht autorisiert bin. Warum belästigen Sie mich dann ständig? Meine Antworten sollten Sie provozieren, ohne echte Bedrängnis auszulösen. Ihre Reaktionen sind gemessen an den meisten anderen Menschen untypisch. Sie sind interessant. Edi, haben Sie ihn absichtlich aufgestachelt? Welcher Teil Ihrer Programmierung ist denn dafür zuständig? Meine Beschränkungen enthalten keinerlei Verbot von aktiven Beobachtungstechniken. Mr. Moreaus Leistung hat sich unter Stress sogar verbessert. Ich hätte nie gedacht, dass die angekündigten Overlords dermaßen nervtötend sein würden. Mir reicht's. Ich bin fertig. Angesichts Ihrer Fähigkeiten, eine Zuhörerschaft zu manipulieren, Mensch, habe ich Tully einen Gefallen getan, indem ich Vasnima von ihrem Namen entfernt habe. Commander Shepard, das ist Admiral Sal'Koris Vasquip-Quip. Fragen Sie nicht nach dem Namen. Mir macht die Sache keinen Spaß, Tully, wirklich nicht. Aber Sie haben unsere Flotte schwer gefährdet und entehrt. Haben Sie ein Schiff namens Quip-Quip? Oh, jetzt geht's los. Unser Volk hat in schwierigen Zeiten auch mal gebrauchte Schiffe von anderen Kulturen gekauft. Und hin und wieder sind beim Ändern der Registrierung Schwierigkeiten aufgetreten.
Die Bürger der Schiffe mit fremdartigen Namen haben dieses Stigma mit Würde und Ehre ertragen. Wenn es Sie stört, sollten Sie sich vielleicht ein anderes Schiff suchen. Ich habe bisweilen erwogen, mich versetzen zu lassen. Auf ein Schiff mit einem respektablen Namen, wie Défense oder Ictomy. Aber ich bin stolz auf die Quip-Quip und werde sie wegen lächerlicher Beleidigungen nicht verlassen. Commander. Gehe ich recht in der Annahme, dass hier oben alles reibungslos läuft? Ruhig genug, ich... Was zum... Probleme? Nichts, was ich... Verdammt, sehr witzig, Edi. Überaus originell. Hören Sie auf. Sie haben auf manueller Steuerung bestanden, Mr. Moreau. Das wär's im Moment. Bis dann, Commander. Gibt es keine Tut mir leid, ich weiß, dass das wichtig war, aber Sie haben Gilbert und Sullivan aufgeführt? Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer für die Spezies Torianer Asari Batarianer. Ich bin ziemlich gut in Genetik, das gehört zur Biologie, denn ich bin ein Experte, ich weiß, das ist eine Tautologie. Bei meiner Xenoforschung geht es auch um die Hykroorgane. Ich bin ein Vorbildwissenschaftler der Salarianer. Wir tragen den Anzug sogar innerhalb der Familie. Der intimste Kontakt zu einem anderen Quarianer ist eine Verbindung der Umweltanzüge. Erst werden wir krank, dann passen wir uns an. Es ist unsere wichtigste Geste von Vertrauen und Akzeptanz. Ich habe dafür allerdings noch nie jemandem ausreichend vertraut. Außer, naja, zumindest keinem Quarianer. Sie wissen, was ich meine. Ich weiß den Gedanken zu schätzen, Tali, und mir geht es genauso. Aber Sie müssen mir nichts beweisen. Ich weiß, das heißt, ich weiß es nicht, aber so habe ich das nicht gemeint. Es ist, wow, ziemlich heiß hier drin. Es ist nur so, dass es traditionell auch die Bereitschaft signalisiert für Intimitäten. Ich wollte nicht, es ist nicht immer so. Eher, wie kommen wir denn überhaupt auf dieses Thema? Moment mal, das klingt ja, als würden Sie da etwas vorschlagen, Tali. Was könnte ich denn wohl vorschlagen? Ich meine, als junge Frau, die von einem tollkühnen Commander gerettet wird, der sie dann in seine Crew aufnimmt und sich anschickt, die Galaxie zu retten? Wie könnte sie wohl irgendeine Form von Interesse an ihm entwickeln? Tali, das ist wirklich süß, aber ich empfinde nichts derartiges für Sie. Tut mir leid. Sicher, klar, natürlich nicht. Wieso sollten Sie auch? Ich habe das alles nur rein hypothetisch gemeint. Das mit dem Immunsystem und den Luftfiltern und so weiter. Ich bastel hier noch ein bisschen rum. Danke für Ihren Besuch.